ist nicht so eine ernste Angelegenheit, wie die meisten denken. Und es ist in der Tat weniger eine Kopf- als eine Herzensangelegenheit. Ja, ganz gut, wenn die Pausen dazwischen nicht zu lang sind. Nein, das ist so nicht. Pass auf, ich zeig dir das. Das war da am Anfang, war irgendwas, wo ich mir gedacht habe, na, hängt er jetzt. Ach so, das meinst du, die Sprechpausen? Mhm. Nein. Also ich finde, das schaut doch mal länger. Ja. Ich gehe erst mal schlafen und morgen sehen wir dann weiter. Gute Nacht. Das wäre ja, als ob ich behaupten würde, dich zu kennen, bloß weil mir jemand deinen Namen gesagt hat. Jemanden oder etwas und vor allem das Leben zu kennen, bedeutet mehr als alle Zeit, die man miteinander je verbringen könnte. Noch einmal. Jemanden oder etwas oder vor allem das Leben zu kennen, bedeutet mehr als alle Zeit, die man je miteinander verbringen könnte. Aber es gibt eine kurze Geschichte über das Leben von Bruno. Ah ja. Und da müsst ihr eigentlich den zweiten Take auch reinholen. Das wird immer lustiger. Bruno Bürtenberger. Todlebendig. Und die Folgen einer einzigen Sekunde. Dich wirklich zu kennen, ist für mich nur dann möglich, wenn es mir gelingt, dich zu erleben. Und zwar von innen heraus, nicht von außen. Bewusstsein ist eben nicht Verstand und etwas Wissen. Und es tatsächlich auch zu erfassen sind in der Tat total verschiedene Welten. Viele Menschen warten immer auf besondere Umstände. Sie sind der Meinung, dass zuerst dies oder jenes geschehen müsse, bevor sie sich erlauben können, mit dem glücklich zu sein, was gerade ist. Oder soll ich sagen, das ist gleich. Ja, es ist ein bisschen... Da bin ich wieder. Das Traummännlein kommt. Wieder mit guten Morgen. Aber es gibt eine kurze Geschichte über das Leben von Bruno. Ah ja. Und da müsst ihr eigentlich den zweiten Take auch reinholen. Das wird immer lustiger. Bruno Bürtenberger. Todlebendig. Und die Folgen einer einzigen Sekunde. Das wahre Leben, jenes, welches ich... Nochmal. Ich hoffe, du spürst meine Begeisterung. Für Menschen, welche solche Augenblicke nicht kennen, ist der Tod die größte Erlösung. Denn für sie war das Leben wirklich alles andere als ein Genuss. Wer aber das Leben erst einmal entdeckt hat, der wird es lieben lernen. Und sobald man es liebt, ist man nur noch von einem Gefühl erfüllt. Der Dankbarkeit. Und das Musikstück haben wir hinten noch einmal angehängt. Ohne den Osaro Music Project. Ich sage es meistens so. Das Leben vor dem Schleier ist eine Realität. Und das dahinter die Wirklichkeit. Damit will ich aber dieses Leben hier vor dem Schleier nicht reduzieren. Denn es ist eigentlich dasselbe.